Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für Marokko. Und die, die schon hier sind, weiten ihre Geschäfte aus. Ich interessiere mich nicht fürs Auswandern. Ich bleibe lieber in meinem Land und verbessere meine Lebensumstände. Wir brauchen ein Gefühl der Hoffnung. Junge Marokkaner müssen wissen, mit einer guten Ausbildung haben sie auch eine Perspektive. Sie warten noch auf ihre große Chance. Eine Gruppe junger Marokkaner am Strand in der Nähe von Tanger. Einige von ihnen wollen nach Europa gehen, andere wollen bleiben. Aber eine Sorge verbindet fast alle jungen Marokkaner. Es gibt hier einfach zu wenig gute Jobs für sie. Die meisten schlagen sich als Tagelöhner durch. Die Geschichte, die mir der 18-jährige Wassim erzählt, steht stellvertretend für sehr viele hier. Die Jobs hier bringen nicht genug. Ich verdiene 30 Euro die Woche. Seht, Europa ist direkt hinter mir. Wir wollen dahin, auch wenn es bislang nicht geklappt hat. Drei Versuche haben wir gemacht, zweimal sind wir geschwommen, einmal mit dem Tretboot. Wassim musste die Schule abbrechen, um Geld zu verdienen. Aber selbst bei jungen Akademikern ist die Arbeitslosigkeit hoch, weshalb viele seiner Freunde, wie etwa Mohammed, gar keinen Sinn in einer besseren Ausbildung sehen. Gott hat mir bei meinem Abitur nicht beigestanden. Aber selbst wenn ich die Leute sehe, die Diplome haben oder gar Doktortitel, das hat ihnen auch nichts genützt. Sie sind damit nirgends hingekommen. Was also würde das Abi in meinem Leben verändern? Nichts. Das Durchschnittsalter in Marokko liegt bei 28 Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp 20%. Wenn die Jugend die Zukunft eines Landes bestimmt, dann hat das Königreich Marokko also ein Problem. Und es wundert nicht, dass sie in wahren Heerscharen ihre Heimat verlassen. 3,5 Millionen Marokkaner leben im Ausland. Das sind 10% der Gesamtbevölkerung. Aber Marokko, auch das wird mir hier schnell klar, stellt sich zunehmend seinen Problemen. Die Regierung ist bemüht, der verheerenden Jugendarbeitslosigkeit Herr zu werden. Zumal die Stimmen derer, die ihre Chance einfordern, lauter werden. Omar Balafresh ist dafür ein gutes Beispiel. Er ist mit einem Zusammenschluss linker Parteien gerade ins Parlament eingezogen. Jetzt will er sich für neue Schwerpunkte in der Politik einsetzen. Einige Staaten haben sich im 20. Jahrhundert von unterentwickelten in entwickelte Länder transformiert. Das geht also. Aber es braucht dafür Politiker, die eine Vision haben, die fähig sind, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden, die sich auf die Brennpunkte Beschäftigung und Bildung konzentrieren und damit auf die Zukunft der nächsten Generation. Balafresh sieht eine realistische Chance, dass Marokko sich verändern kann. Schon beim arabischen Frühling 2011 hatte er friedliche Proteste organisiert und dem König Reformen abgerungen. Zwar stagnieren die wieder, aber viele hier haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Veränderungen möglich sind. So schlecht sind die Voraussetzungen nicht. Marokko gilt als das stabilste Land Nordafrikas und liegt direkt vor den Toren Europas.
Zwei Faktoren, die das Königreich geschickt einsetzt, um sich zum Konjunkturmotor Nordafrikas zu entwickeln. Aref Hassani spielt auf dem Weg dahin eine wichtige Rolle. Er ist der Direktor des MidPark, einer riesigen Freihandelszone in der Nähe des Flughafens von Casablanca. Seit Mitte 2000, erzählt er mir, lockt Marokko die internationale Luftfahrtindustrie hierher. Am Anfang, in den frühen 2000ern, gab es 2, 3 Unternehmen in diesem Bereich. Heute sind es schon 115. Wir waren einigermaßen kühn, in einen Sektor zu investieren, den es so in Marokko noch gar nicht gab, aber in dem wir ein großes Entwicklungspotenzial gesehen haben. Und zwar gerade wegen unserer Nähe zu Europa. CETIM ist eine der Firmen, die sich am Flughafen angesiedelt haben. Ein französisches Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Belastungstests für Materialien durchzuführen, die Airbus in seinen Motoren verwendet. CETIM mag französisch sein, alle Mitarbeiter hier sind jedoch Marokkaner. Was genau macht den Standort Marokko so interessant für diese hochspezialisierte Industrie? Will ich vom Manager Salah Dakawi wissen. Schon die Sozialabgaben sind in Marokko niedriger als in Europa. Die Lebenshaltungskosten sowieso und auch die Löhne liegen deutlich unter europäischem Niveau. Im internationalen Vergleich ist Marokko also alleine schon unter Kostengesichtspunkten sehr konkurrenzfähig. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass wir wenigstens 20% günstiger produzieren als der internationale Markt. So weit, so gut. Nur gibt es da ein Problem, über das auch der Personalchef von CETIM klagt. Das marokkanische Bildungssystem. Das hat einen dramatisch schlechten Ruf, was mir alle hier freimütig bestätigen. An einer Lösung dieses Problems arbeiten sie hier, nur wenige Meter weiter. IMA heißt diese Berufsschule für die Luftfahrtindustrie. Denn die braucht nicht einfach nur Arbeitskräfte. Sie braucht gut ausgebildete Spezialisten, und zwar auf allen Ebenen, vom Mechaniker bis zum Ingenieur. Der Franzose Patrick Ménager leitet das Institut und lädt mich zum Rundgang ein. Alle paar Wochen organisieren wir Aufnahmeprüfungen, um geeignete Auszubildende zu finden. Sie müssen Grundkenntnisse in Mathematik, Logik und Französisch haben. Dann laden wir die Besten zu Vorstellungsgesprächen ein. Die finale Auswahl wird von Vertretern der Industrie vorgenommen. 700 Schüler bildet IMA im Jahr aus. Den Lehrplan geben die Firmen vor. Es wird nach ihrem Bedarf ausgebildet. Intisa ist eine von denen, die hier ihre Chance ergreifen. Eigentlich ist sie ausgebildete Grafikerin, aber sie fand keinen Job. Dann wurde ihr Bruder bei einem bewaffneten Raubüberfall in Casablanca getötet. Seit mein Bruder ermordet wurde und meine Schwester geheiratet hat, liegen die Hoffnungen meiner Eltern einzig auf mir. Was sie sich für sich selbst von der Ausbildung erhofft, fragt mein Übersetzer. Ich möchte meine Mutter auf Pilgerfahrt schicken, mit ihr reisen, ihr wenigstens einen der Träume erfüllen, die ihr bislang nicht vergönnt waren. Diese Industrie ist hier in Marokko noch in den Kinderschuhen. Es geht um Technologie und Fortschritt. Wir wissen, dass unsere Gehälter am Anfang noch niedrig sein werden. Aber wenn du dich weiterentwickelst, wirst du auch die Möglichkeit haben, mehr zu verdienen. Zwischen 6 Wochen und 11 Monaten dauert die Ausbildung hier. Der Clou? Anschließend ist eine Festanstellung so gut wie garantiert.
Zuvor hatten sich fast alle hier von Job zu Job gehangelt, so wie Abdelkader. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich in drei verschiedenen Firmen gearbeitet. Aber ich wollte nicht ständig Jobs wechseln, mir ständig etwas Neues suchen müssen. Deshalb sehe ich diese Ausbildung als meine Chance, eine langfristige feste Stelle zu bekommen. Der Bedarf der Industrie nach Arbeitskräften wächst so stark, dass die Schule gar nicht schnell genug ausbilden kann. Im kommenden Jahr will Imer seine Ausbildungskapazitäten deshalb verdoppeln. Die Unternehmen brauchen schließlich Personal. Die Qualität unserer Ausbildung ist international anerkannt. Wir wenden dieselben Standards an wie auch in Frankreich. Mehr als 20.000 neue Jobs sollen laut Industrieministerium in den kommenden Jahren in der Luftfahrtindustrie geschaffen werden. Das löst zwar nicht das Problem der Jugendarbeitslosigkeit, meint der Direktor der Freihandelszone, aber es legt einen Grundstein für die Zukunft des Standortes Marokko. »20.000 neue Jobs werden nicht die Struktur unserer Wirtschaft verändern, aber alles, was das nach sich zieht, hat das Potenzial, genau das zu tun. Denn wir wollen nicht nur ein Billiglohnland für die Produktion sein. Wir wollen langfristig in die Hochtechnologie einsteigen.« Die Auswirkungen dieser neu geschaffenen Industrie und ihrer Arbeitsplätze lassen sich schon jetzt beobachten. Überall um die neuen Fabriken wachsen Wohnviertel aus der Wüste. Für eine neue Mittelklasse. Abdelkader, der junge Mann, den ich in der Ausbildungshalle kurz gesprochen hatte, wohnt in einer solchen Gegend. Zwei Ehepaare teilen dieses Apartment. Alle haben die Berufsschule absolviert. Abdelkader ist sich sicher, was jetzt beginnt, ist ihre große Chance. Der Firmenboss kam direkt am Anfang und hat uns gesagt, ihr fangt erst einmal in der Produktion an. Und wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, dann könnt ihr ein weiteres Examen ablegen, euch weiter qualifizieren und aufsteigen, etwa in die Qualitätskontrolle. Es gibt also Aufstiegschancen innerhalb der Firma. Keiner von ihnen will das Land verlassen. Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen. Hier in Marokko fasst diese Industrie doch gerade erst Fuß. Warum sollte ich jetzt weg? Ich will hier bleiben. Es ist so logisch wie einfach. Wer seine Chance sieht, für den hat Europa keinen Reiz. Die Luftfahrtindustrie in Marokko anzusiedeln, ist nur eines von zahlreichen Großprojekten von Mohammed VI. Der König dieses weiterhin sehr armen Landes gilt als einer der reichsten Männer Afrikas. Seiner Beliebtheit im Volk tut es keinen Abbruch. Genauso wenig wie der Vorwurf seiner Kritiker, dass er an allen Geschäften in Marokko kräftig mitverdient und mit harter Hand regiert. Alle politischen Akteure, egal ob links oder rechts, islamistisch oder liberal, haben Angst. Wenn der König also ein Großprojekt anstößt, hört die Debatte darüber sofort auf. Wir finden das nicht richtig. Natürlich respektieren wir den Regierungschef, aber man muss trotzdem das Recht haben, über seine Entscheidungen zu diskutieren. Ein Beispiel ist die hochumstrittene Schnellzugtrasse. Die Baustelle neben der Autobahn Casablanca-Tanger ist nicht zu übersehen. Dieses Projekt wurde auf Befehl des Königs ohne lange Diskussion in Auftrag gegeben. 2,5 Milliarden Euro geschätzte Kosten in einem Land, dessen jährliches Pro-Kopf-Einkommen bei nur 3.000 Euro liegt, das empörte dann aber doch eine Menge Marokkaner. Der Schnellzug TGV ist ein Riesenskandal. Das Projekt sollte keine Priorität haben. Allein die Trasse von Tanger bis Kenitra kostet so viel wie der Bau von 25.000 Schulen. Und wer in der Bildungspolitik eine Priorität sieht, müsste sagen, das Projekt wird gestoppt und das Geld in Bildung investiert. Mit der Bahn können wir uns später befassen.
Es gibt ganze Regionen, die sinnvolle Investitionen gut gebrauchen könnten. Eine davon ist das Rif. Lediglich zwei Einnahmequellen gibt es hier, den illegalen Cannabisanbau und den Tourismus. Chefchaouen, die blaue Stadt in den grünen Bergen, ist bei Touristen beliebt. Und da sie abseits der gängigen Routen liegt, hat der Massentourismus sie auch noch nicht verschlungen. Der Tourismus ist sehr wichtig für Marokkos Wirtschaft. Er macht 8% des Bruttoinlandsprodukts aus. Aber wir sind keine Insel. Wir können nicht nur auf den Tourismus setzen. Die Branche ist wichtig und wird es auch bleiben. Aber sie sollte nicht mehr als 10% unseres Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Natürlich schaffen viele Touristen viele Jobs. Dass Massentourismus allerdings langfristig mehr schadet als nützt, haben schon ganz andere Länder erfahren müssen. Mit seiner Auberge d'Adara gehört Jaba Hababi einer neuen Generation Tourismusunternehmer an. Er setzt auf Nachhaltigkeit. Dabei will er nicht nur die Umwelt schonen und lokale Ressourcen nutzen. Er will auch denen eine Chance geben, die sonst keine bekommen. So wie dem taubstummen Mustafa, den er, wie er mir erklärt, zum Koch ausgebildet hat. Es ist hart, auf dem Land einen Job zu finden. Für Menschen mit Einschränkungen ist es unmöglich. Das war unsere Ursprungsidee, ein Projekt auf die Beine zu stellen, um den Bewohnern dieses Dorfes Arbeit zu geben, ihnen etwas beizubringen, was sie weiterqualifiziert und mit ihren bisherigen Tätigkeiten nichts zu tun hat. Die Nachbarsfamilie backt seit einigen Jahren frisches Brot. Für die Hotelgäste von nebenan. Das wird vor allem das Leben der vier Kinder verändern. Denn ihre Eltern haben jetzt genug Geld, sie zur Schule zu schicken. Die Bäckerin und ihr Mann haben, wie sehr viele Menschen auf dem Land, keinerlei Schulbildung. Die Analphabetenquote liegt in Marokko bei 30%. Auf dem Land und vor allem bei Frauen ist sie noch höher. Jaba übersetzt mir die Worte des Bäckers. Die Dinge sind in Bewegung gekommen, verändern sich. Wir verdienen mehr Geld, können mehr Mehl kaufen und dadurch können wir mehr Brot backen. Wir sind wie ein kleines Unternehmen. Das wird ziemlich deutlich, wenn man sich rechts das alte und direkt links daneben das neue Haus der Familie ansieht. Im Gemüsegarten wächst noch immer Cannabis. Sie brauchen es nicht mehr, aber die meisten Bauern hier leben davon. Das Rif gilt als der größte Cannabis-Exporteur weltweit. Wobei es die Zwischenhändler, Schmuggler und Exporteure sind, die das große Geschäft damit machen. Die Bauern gehen mehr oder weniger leer aus. Jabas Auberge ist nicht nur der Jobmotor des Dorfes. Sie ist auch ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen. 40% aller Beschäftigten arbeiten in Marokko in der Landwirtschaft. Allerdings macht die anhaltende Trockenheit diesem Sektor schwer zu schaffen. Die Regenfälle lagen 2015 fast zwei Drittel unter der üblichen Niederschlagsmenge. Im Süden, in der Region um Agadir, gibt es auch immer weniger Wasser. Das ist schon sehr grenzwertig. Wir müssen über Lösungen nachdenken, womöglich Strategien wie die Entsalzung von Meerwasser oder andere Möglichkeiten. Es gibt Staudämme, die sind aber auf einem sehr niedrigen Stand derzeit. Selbst die größten Staudämme haben nur noch wenig Wasser.
Und daran wird sich nichts ändern, denn Dürren dauern oft 3, 4, 5 Jahre. Erfahrungsgemäß bleibt es selten bei einem Jahr. Das wirkt sich in einem Agrarland natürlich negativ auf das Wachstum und vor allem auf den Arbeitsmarkt aus. Auf dem Land, glaubt Jaber, können Projekte wie seines ein Lösungsansatz sein. Nachhaltiger Tourismus, der die Natur schont und lokale Arbeitsplätze schafft. Den des taubstummen Kochers Mustafa etwa. In der Küche haben sie extra eine Zeichensprache entwickelt, um mit ihm zu kommunizieren. Solche privatwirtschaftlichen Initiativen sind bislang allerdings die seltene Ausnahme. Die Rif-Region war schon immer problematisch. Seit Anbeginn lebte hier ein Volk im Abseits. Heutzutage gibt es aber eine neue Entwicklung. Seine Majestät kümmert sich verstärkt um den Norden. Ich sehe da eine ganz neue Vision für die Wirtschaft und das soziale Leben. Es gibt viele Großprojekte, vor allem in Städten wie Tanger. Das Projekt Tanger Met zum Beispiel. Das wird sicherlich positive Auswirkungen auf uns im Hinterland haben. Das Großprojekt Tanger Met liegt auf der anderen Seite der Rifgebirge, direkt am Mittelmeer. Ein riesiger Containerhafen in geostrategischer Bestlage. Der Tiefseehafen liegt an den Ufern des afrikanischen Kontinents mit Europa in Blickweite. Die Straße von Gibraltar ist extrem wichtig, wegen des globalen Handels, der hier durchgeht. Wir reden immerhin über grob 20% des Welthandels, der hier direkt vor unserer Nase vorbeifährt. Mehdi Tazirif erklärt mir ziemlich anschaulich, für welche Industrie das interessant ist. Allein der französische Autobauer Peugeot Citroën investiert zurzeit etwa 580 Millionen Euro in ein neues Werk. Das soll Fahrzeuge für den afrikanischen Absatzmarkt fertigen. Der Hafen Tanger Met ist 2007 in Betrieb gegangen. Er gilt als eines der wichtigsten Großprojekte Marokkos und wird zurzeit weiter ausgebaut. Nach der kompletten Fertigstellung soll das hier der zweitwichtigste Tiefseehafen am Mittelmeer werden. An den Hafen angeschlossen sind mehrere Industriezonen. Alles in allem, erklären mir die Manager, sind hier in den vergangenen Jahren mehr als 60.000 neue Jobs geschaffen worden. Und zwar auf allen Ebenen, also Fabrikmanager, mittleres Management, aber auch Arbeiter. Das sind alles marokkanische Frauen und Männer, die für die Auto- und Luftfahrtindustrie und den Textil- und Logistiksektor nach europäischen Qualitätsstandards arbeiten. Marokko, sehr stabil. Ich glaube auch, die Ausnahme nach dem arabischen Frühling, was wir gesehen haben, gutes Investmentklima heute ist sicherlich vorhanden. Geografische Nähe auch nach Europa ist sicherlich gegeben. Sehr gute Arbeitskräfte vor Ort, sehr vielsprachig. Wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen als Investor, um unsere Ideen durchzusetzen. Hartmut Göritz ist Chef des niederländischen Hafenbetreibers APM Terminals. Die Niederländer investieren gerade mehrere hundert Millionen Euro in den Bau eines zweiten Terminals hier. Der allerdings soll teilautomatisiert werden, was bei den Marokkanern auf wenig Gegenliebe stößt. Wenn wir Semi-Automation sagen, dann sagen einige, oh mein Gott, da kommt wieder Automation und alle Arbeitskräfte fallen weg. Werden wir das eher so sehen, dass wir höher qualifizierte Arbeitskräfte brauchen, um diese Semi-Automation effektiv, vernünftig arbeiten lassen zu können. Und da wollen wir gemeinsam mit den Hochschulen hier neue Trainingskurse initiieren und ganz einfach weiter dafür sorgen, dass die Kapabilitäten, die Kapazitäten der einzelnen Mitarbeiter weiter nach oben gezogen werden. Und ich denke, das trifft auch die Interessen von Marokko im globalen Scheme, weil es geht hier um die Globalisation, Industrialisation.
Nur, was ist mit all denen, die keine besonderen Qualifikationen haben? Tausende arbeitsloser junger Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern und Städtchen warten auf ihre große Chance im Hafen. Etwa 200 von ihnen setzt APM zurzeit für Arbeiten ein, die kein besonderes Fachwissen voraussetzen. Wenn es um diese, gerade hier um Mitarbeiter aus der nächsten Stadt geht, also ich denke schon, dass auch diese Personen in der Zukunft die Möglichkeit haben werden, einen vernünftigen Job zu bekommen. Die ersten Schritte sind sicherlich gemacht. Aber noch stehen zu viele junge Marokkaner im Abseits. Und sie sind sich dessen auch voll bewusst. Als Söhne der Region, für die König Mohammed VI., möge Gott ihn zum Sieg führen, dieses Projekt doch aufgezogen hat, sollten wir als erste Beschäftigung im Hafen finden. Nicht die Leute von außerhalb, die uns alles wegnehmen. Es müssen viel mehr Ausbildungszentren geschaffen werden. Wenn wir richtig ausgebildet werden, bekommen wir auch die Jobs. Aber zurzeit haben wir nichts. Keine Ausbildung, keine Arbeit. Wir leben wie in Ground Zero. Eine positive Entwicklung in Marokko ist auch in europäischem Interesse. Spätestens seit der Flüchtlingskrise des vergangenen Jahres dürfte allen klar geworden sein, wie sehr Nordafrika und Europa miteinander verzahnt sind. Unsere Aufgabe hier sind politische Reformen, die den Menschen Hoffnung geben. Aber auch Sie in Europa brauchen eine Vision. Und da sehen wir leider noch wenig Visionäres. Dabei ist unser Schicksal miteinander verknüpft. Balafresh wünscht sich eine Art europäische Entwicklungsinitiative. Und zwar nicht nur für Marokko, sondern auch für die Nachbarn, für den ganzen Maghreb. Wir brauchen einen europäischen Marshallplan. Das würde Sie nur wenige Prozentpunkte Ihres Bruttoinlandsproduktes kosten, aber einen wahren Unterschied für die ganze Region hier machen. Wir fordern nicht nur Ihre Hilfe. Wir werden unseren Teil tun, aber wir müssen uns gegenseitig unterstützen für unsere gemeinsame Zukunft. Und ich denke, das trifft auch die Interessen von Marokko im globalen Scheme, weil es geht hier um die Globalisation, Industrialisation. Nur, was ist mit all denen, die keine besonderen Qualifikationen haben? Tausende arbeitsloser junger Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern und Städtchen warten auf ihre große Chance im Hafen. Etwa 200 von ihnen setzt APM zurzeit für Arbeiten ein, die kein besonderes Fachwissen voraussetzen. Wenn es um diese, gerade hier um Mitarbeiter aus der nächsten Stadt geht, also ich denke schon, dass auch diese Personen in der Zukunft die Möglichkeit haben werden, einen vernünftigen Job zu bekommen. Die ersten Schritte sind sicherlich gemacht. Aber noch stehen zu viele junge Marokkaner im Abseits. Und sie sind sich dessen auch voll bewusst. Als Söhne der Region, für die König Mohammed VI., möge Gott ihn zum Sieg führen, dieses Projekt doch aufgezogen hat, sollten wir als erste Beschäftigung im Hafen finden.
Nicht die Leute von außerhalb, die uns alles wegnehmen. Es müssen viel mehr Ausbildungszentren geschaffen werden. Wenn wir richtig ausgebildet werden, bekommen wir auch die Jobs. Aber zurzeit haben wir nichts. Keine Ausbildung, keine Arbeit. Wir leben wie in Ground Zero. Eine positive Entwicklung in Marokko ist auch in europäischem Interesse. Spätestens seit der Flüchtlingskrise des vergangenen Jahres dürfte allen klar geworden sein, wie sehr Nordafrika und Europa miteinander verzahnt sind. Unsere Aufgabe hier sind politische Reformen, die den Menschen Hoffnung geben. Aber auch Sie in Europa brauchen eine Vision. Und da sehen wir leider noch wenig Visionäres. Dabei ist unser Schicksal miteinander verknüpft. Balafrèche wünscht sich eine Art europäische Entwicklungsinitiative. Und zwar nicht nur für Marokko, sondern auch für die Nachbarn, für den ganzen Maghreb. Wir brauchen einen europäischen Marshallplan. Das würde Sie nur wenige Prozentpunkte Ihres Bruttoinlandsproduktes kosten, aber einen wahren Unterschied für die ganze Region hier machen. Wir fordern nicht nur Ihre Hilfe. Und dadurch können wir mehr Brot backen. Wir sind wie ein kleines Unternehmen. Das wird ziemlich deutlich, wenn man sich rechts das alte und direkt links daneben das neue Haus der Familie ansieht. Im Gemüsegarten wächst noch immer Cannabis. Sie brauchen es nicht mehr, aber die meisten Bauern hier leben davon. Das Rif gilt als der größte Cannabis-Exporteur weltweit. Wobei es die Zwischenhändler, Schmuggler und Exporteure sind, die das große Geschäft damit machen. Die Bauern gehen mehr oder weniger leer aus. Jawas Auberge ist nicht nur der Jobmotor des Dorfes. Sie ist auch ein kleines landwirtschaftliches Unternehmen. 40% aller Beschäftigten arbeiten in Marokko in der Landwirtschaft. Allerdings macht die anhaltende Trockenheit diesem Sektor schwer zu schaffen. Die Regenfälle lagen 2015 fast zwei Drittel unter der üblichen Niederschlagsmenge. Im Süden, in der Region um Agadir, gibt es auch immer weniger Wasser. Das ist schon sehr grenzwertig. Wir müssen über Lösungen nachdenken, womöglich Strategien wie die Entsalzung von Meerwasser oder andere Möglichkeiten. Es gibt Staudämme, die sind aber auf einem sehr niedrigen Stand derzeit. Selbst die größten Staudämme haben nur noch wenig Wasser. Und daran wird sich nichts ändern, denn Dürren dauern oft 3, 4, 5 Jahre. Erfahrungsgemäß bleibt es selten bei einem Jahr. Das wirkt sich in einem Agrarland natürlich negativ auf das Wachstum und vor allem auf den Arbeitsmarkt aus. Auf dem Land, glaubt Jaba, können Projekte wie seines ein Lösungsansatz sein. Nachhaltiger Tourismus, der die Natur schont und lokale Arbeitsplätze schafft. Den des taubstummen Kochers Mustafa etwa. In der Küche haben sie extra eine Zeichensprache entwickelt, um mit ihm zu kommunizieren. Solche privatwirtschaftlichen Initiativen sind bislang allerdings die seltene Ausnahme. Die Rifregion war schon immer problematisch. Seit Anbeginn lebte hier ein Volk im Abseits. Heutzutage gibt es aber eine neue Entwicklung. Seine Majestät kümmert sich verstärkt um den Norden. Ich sehe da eine ganz neue Vision für die Wirtschaft und das soziale Leben. Keiner von ihnen will das Land verlassen. Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen. Hier in Marokko fasst diese Industrie doch gerade erst Fuß. Warum sollte ich jetzt weg? Ich will hier bleiben.
Es ist so logisch wie einfach. Wer seine Chance sieht, für den hat Europa keinen Reiz. Die Luftfahrtindustrie in Marokko anzusiedeln, ist nur eines von zahlreichen Großprojekten von Mohammed VI. Der König dieses weiterhin sehr armen Landes gilt als einer der reichsten Männer Afrikas. Seiner Beliebtheit im Volk tut es keinen Abbruch. Genauso wenig wie der Vorwurf seiner Kritiker, dass er an allen Geschäften in Marokko kräftig mitverdient und mit harter Hand regiert. Alle politischen Akteure, egal ob links oder rechts, islamistisch oder liberal, haben Angst. Wenn der König also ein Großprojekt anstößt, hört die Debatte darüber sofort auf. Wir finden das nicht richtig. Natürlich respektieren wir den Regierungschef, aber man muss trotzdem das Recht haben, über seine Entscheidungen zu diskutieren. Ein Beispiel ist die hochumstrittene Schnellzugtrasse. Die Baustelle neben der Autobahn Casablanca-Tanger ist nicht zu übersehen. Dieses Projekt wurde auf Befehl des Königs ohne lange Diskussion in Auftrag gegeben. 2,5 Milliarden Euro geschätzte Kosten in einem Land, dessen jährliches Pro-Kopf-Einkommen bei nur 3.000 Euro liegt, das empörte dann aber doch eine Menge Marokkaner. Der Schnellzug TGV ist ein Riesenskandal. Das Projekt sollte keine Priorität haben. Allein die Trasse von Tanger bis Kenitra kostet so viel wie der Bau von 25.000 Schulen. Und wer in der Bildungspolitik eine Priorität sieht, müsste sagen, das Projekt wird gestoppt und das Geld in Bildung investiert. Mit der Bahn können wir uns später befassen. Es gibt ganze Regionen, die sinnvolle Investitionen gut gebrauchen könnten. Eine davon ist das Rif. Lediglich zwei Einnahmequellen gibt es hier, den illegalen Cannabisanbau und den Tourismus. Chefchaouen, die blaue Stadt in den grünen Bergen, ist bei Touristen beliebt. Und da sie abseits der gängigen Routen liegt, hat der Massentourismus sie auch noch nicht verschlungen. Der Tourismus ist sehr wichtig für Marokkos Wirtschaft. Er macht 8% des Bruttoinlandsprodukts aus. Aber wir sind keine Insel. Wir können nicht nur auf den Tourismus setzen. Ich interessiere mich nicht fürs Auswandern. Ich bleibe lieber in meinem Land und verbessere meine Lebensumstände. Wir brauchen ein Gefühl der Hoffnung. Junge Marokkaner müssen wissen, mit einer guten Ausbildung haben sie auch eine Perspektive. Sie warten noch auf ihre große Chance. Eine Gruppe junger Marokkaner am Strand in der Nähe von Tanger. Einige von ihnen wollen nach Europa gehen, andere wollen bleiben. Aber eine Sorge verbindet fast alle jungen Marokkaner. Es gibt hier einfach zu wenig gute Jobs für sie. Die meisten schlagen sich als Tagelöhner durch. Die Geschichte, die mir der 18-jährige Wassim erzählt, steht stellvertretend für sehr viele hier. Die Jobs hier bringen nicht genug. Ich verdiene 30 Euro die Woche. Seht, Europa ist direkt hinter mir. Wir wollen dahin, auch wenn es bislang nicht geklappt hat. Drei Versuche haben wir gemacht, zweimal sind wir geschwommen, einmal mit dem Tretboot. Wassim musste die Schule abbrechen, um Geld zu verdienen. Aber selbst bei jungen Akademikern ist die Arbeitslosigkeit hoch, weshalb viele seiner Freunde, wie etwa Mohammed, gar keinen Sinn in einer besseren Ausbildung sehen. Gott hat mir bei meinem Abitur nicht beigestanden. Aber selbst wenn ich die Leute sehe, die Diplome haben oder gar Doktortitel, das hat ihnen auch nichts genützt. Sie sind damit nirgends hingekommen. Was also würde das Abi in meinem Leben verändern? Nichts.
Das Durchschnittsalter in Marokko liegt bei 28 Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit bei knapp 20%. Wenn die Jugend die Zukunft eines Landes bestimmt, dann hat das Königreich Marokko also ein Problem. Und es wundert nicht, dass sie in wahren Heerscharen ihre Heimat verlassen. 3,5 Millionen Marokkaner leben im Ausland. Das sind 10% der Gesamtbevölkerung. Aber Lösung nachdenken, womöglich Strategien wie die Entsalzung von Meerwasser oder andere Möglichkeiten. Es gibt Staudämme, die sind aber auf einem sehr niedrigen Stand derzeit. Selbst die größten Staudämme haben nur noch wenig Wasser. Und daran wird sich nichts ändern, denn Dürren dauern oft 3, 4, 5 Jahre. Erfahrungsgemäß bleibt es selten bei einem Jahr. Das wirkt sich in einem Agrarland natürlich negativ auf das Wachstum und vor allem auf den Arbeitsmarkt aus. Auf dem Land, glaubt Jaber, können Projekte wie seines ein Lösungsansatz sein. Nachhaltiger Tourismus, der die Natur schont und lokale Arbeitsplätze schafft. Den des taubstummen Kochers Mustafa etwa. In der Küche haben sie extra eine Zeichensprache entwickelt, um mit ihm zu kommunizieren. Solche privatwirtschaftlichen Initiativen sind bislang allerdings die seltene Ausnahme. Die Rif-Region war schon immer problematisch. Seit Anbeginn lebte hier ein Volk im Abseits. Heutzutage gibt es aber eine neue Entwicklung. Seine Majestät kümmert sich verstärkt um den Norden. Ich sehe da eine ganz neue Vision für die Wirtschaft und das soziale Leben. Es gibt viele Großprojekte, vor allem in Städten wie Tanger. Das Projekt Tanger Med zum Beispiel. Das wird sicherlich positive Auswirkungen auf uns im Hinterland haben. Das Großprojekt Tanger Med liegt auf der anderen Seite der Rifgebirge, direkt am Mittelmeer. Ein riesiger Containerhafen in geostrategischer Bestlage. Der Tiefseehafen liegt an den Ufern des afrikanischen Kontinents mit Europa in Blickweite. Die Straße von Gibraltar ist extrem wichtig, wegen des globalen Handels, der hier durchgeht. Wir reden immerhin über grob 20% des Welthandels, der hier direkt vor unserer Nase vorbeifährt. Mehdi Tazirif erklärt mir ziemlich anschaulich, für welche Industrie das interessant ist. Allein der französische Autobauer Peugeot Citroën investiert zurzeit etwa 580 Millionen Euro in ein neues Werk. Das soll Fahrzeuge für den afrikanischen Absatzmarkt fertigen. Der Hafen Tanger Med ist 2007 in Betrieb gegangen. Er gilt als Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich in 3 verschiedenen Firmen gearbeitet. Aber ich wollte nicht ständig Jobs wechseln, mir ständig etwas Neues suchen müssen. Deshalb sehe ich diese Ausbildung als meine Chance, eine langfristige feste Stelle zu bekommen. Der Bedarf der Industrie nach Arbeitskräften wächst so stark, dass die Schule gar nicht schnell genug ausbilden kann. Im kommenden Jahr will IMA seine Ausbildungskapazitäten deshalb verdoppeln. Die Unternehmen brauchen schließlich Personal. Die Qualität unserer Ausbildung ist international anerkannt. Wir wenden dieselben Standards an wie auch in Frankreich. Mehr als 20.000 neue Jobs sollen laut Industrieministerium in den kommenden Jahren in der Luftfahrtindustrie geschaffen werden. Das löst zwar nicht das Problem der Jugendarbeitslosigkeit, meint der Direktor der Freihandelszone, aber es legt einen Grundstein für die Zukunft des Standortes Marokko.
20.000 neue Jobs werden nicht die Struktur unserer Wirtschaft verändern, aber alles, was das nach sich zieht, hat das Potenzial, genau das zu tun. Denn wir wollen nicht nur ein Billiglohnland für die Produktion sein. Wir wollen langfristig in die Hochtechnologie einsteigen. Die Auswirkungen dieser neu geschaffenen Industrie und ihrer Arbeitsplätze lassen sich schon jetzt beobachten. Überall um die neuen Fabriken wachsen Wohnviertel aus der Wüste. Für eine neue Mittelklasse. Abdelkader, der junge Mann, den ich in der Ausbildungshalle kurz gesprochen hatte, wohnt in einer solchen Gegend. Zwei Ehepaare teilen dieses Apartment. Alle haben die Berufsschule absolviert. Abdelkader ist sich sicher, was jetzt beginnt, ist ihre große Chance. Der Firmenboss kam direkt am Anfang und hat uns gesagt, ihr fangt erst einmal in der Produktion an. Und wenn ihr Erfahrung gesammelt habt, dann könnt ihr ein weiteres Examen ablegen, euch weiter qualifizieren und aufsteigen, etwa in die Qualitätskontrolle. Es gibt also Aufstiegschancen innerhalb der Firma. Keiner von ihnen will das Land verlassen. Ich habe niemals mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu gehen. Hier in Marokko fasst diese Industrie doch gerade erst Fuß. Warum sollte ich jetzt weg? Was genau macht den Standort Marokko so interessant für diese hochspezialisierte Industrie? Will ich vom Manager Salah Darkawi wissen. Schon die Sozialabgaben sind in Marokko niedriger als in Europa. Die Lebenshaltungskosten sowieso und auch die Löhne liegen deutlich unter europäischem Niveau. Im internationalen Vergleich ist Marokko also alleine schon unter Kostengesichtspunkten sehr konkurrenzfähig. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, dass wir wenigstens 20% günstiger produzieren als der internationale Markt. So weit, so gut. Nur gibt es da ein Problem, über das auch der Personalchef von CETIM klagt. Das marokkanische Bildungssystem. Das hat einen dramatisch schlechten Ruf, was mir alle hier freimütig bestätigen. An einer Lösung dieses Problems arbeiten sie hier, nur wenige Meter weiter. IMA heißt diese Berufsschule für die Luftfahrtindustrie. Denn die braucht nicht einfach nur Arbeitskräfte. Sie braucht gut ausgebildete Spezialisten, und zwar auf allen Ebenen, vom Mechaniker bis zum Ingenieur. Der Franzose Patrick Ménager leitet das Institut und lädt mich zum Rundgang ein. Alle paar Wochen organisieren wir Aufnahmeprüfungen, um geeignete Auszubildende zu finden. Sie müssen Grundkenntnisse in Mathematik, Logik und Französisch haben. Dann laden wir die Besten zu Vorstellungsgesprächen ein. Die finale Auswahl wird von Vertretern der Industrie vorgenommen. 700 Schüler bildet IMA im Jahr aus. Den Lehrplan geben die Firmen vor. Es wird nach ihrem Bedarf ausgebildet. Intisa ist eine von denen, die hier ihre Chance ergreifen. Eigentlich ist sie ausgebildete Grafikerin, aber sie fand keinen Job. Dann wurde ihr Bruder bei einem bewaffneten Raubüberfall in Casablanca getötet. Seit mein Bruder ermordet wurde und meine Schwester geheiratet hat, liegen die Hoffnungen meiner Eltern einzig auf mir. Was sie sich für sich selbst von der Ausbildung erhofft, fragt mein Übersetzer. Ich möchte meine Mutter auf Pilgerfahrt schicken, mit ihr reisen, ihr wenigstens einen der Träume erfüllen, die ihr bislang nicht vergönnt waren. Diese Industrie ist hier in Marokko noch in den Kinderschuhen. Es geht um Technologie und Fortschritt. Wir wissen, dass unsere Gehälter am Anfang noch niedrig sein werden. Aber wenn du dich weiterentwickelst, wirst du auch die Möglichkeit haben,